Damit hallo und herzlich. Ich fange jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, schieß. Von hier aus wird das nichts. Ah, cool. Das kenne ich tatsächlich auch noch aus dem Trailer. Das Spiel steht schon wirklich ewig auf meiner Liste. Also, Liste selber mal zu spielen, das ist Let's Play, ist eine Entscheidung von mir selber gewesen. Uhu, guck mal da. Gibt's tatsächlich nicht so viel. Große Stadt mit Eichel, guck mal, die stand bei uns zum Beispiel auch im Maus, im Wald rum. Also, wo wir noch, ne? Beim Mutsch und da und alles gibt waren. Es auch im Mauswald. Nicht sein, ne? Wie ulkig. Sag ich doch, die gab's nämlich auch hier in Dings. Und das ist die Mauer doch, oder? Nur wir sind kleiner. Oder? Hier gibt es auch eine Eulenmauer. Siehst du? Wie bei mir zu Hause. Weg zurück zum Portalbaum. Wait, von wo sind wir gekommen? Nach Maus? Ja. Kleine Liegenstatue. Hält mir auch noch eine. Dich kenne ich doch. Oder zumindest jemanden, der genauso faul ist wie du. What? The heck? Bisschen kleiner, wa? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein. Was haben wir schon? Ich ganz als. Aber hier sieht's anders aus. Vielleicht eine andere Zeit. Und dann logischerweise eine andere Welt. Oh, ho, ho, ho. Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Der ist viel, viel tiefer als bei uns zu Hause. Ja. Zum Glück habe ich mein Seepferdchenabzeichen schon gemacht. Da kommt mir sehr komisch vor. Okay, passiert nichts. Mehr gibt's ja auch nicht. Also zurück. Ja, also es gibt ja auch nichts, sondern die Statue, die wird jetzt nicht groß etwas bringen. So. Ja. Ich bin jetzt überfragt, wir müssen Money auftreiben. Ja. Und den alten Postboden suchen. Ist auch nicht, wie mir das anstellt. Ich rede jetzt erstmal mit der Kommen Küche. Sie näher, bewundern Sie mehr. Aber passen Sie auf, dass Ihnen die Augäpfel drin bleiben. Nur klar. Obwohl das auch kein Problem wäre, denn wir haben hervorragende Glasaugen unter all den Dingen, die Sie hier verboten günstig erstehen können. Verboten günstig bei Kirchenmauern und so. Glasaugen? Entschuldigung. Und noch viel mehr. Bei den wandernden Händlern Kirchenmaus und Sohn gibt es alles, was sie schon immer haben wollen werden und brauchen werden, obwohl sie nicht wissen, dass sie es wollen werden oder brauchen werden wollen. Sie reden wie ein Schauspieler. Lustig, dass du das sagst. Aber jetzt geht's ums Geschäft. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup Käsekuchen mit Walnüssen? Viel besser noch. Ein Matschkuchen mit Zweigen und Steinen in der Form eines Herzens. Matschkuchen? Ich glaube, ich habe gerade keinen Bedarf. Er ist äußerst realitätsgetreu. Matschliebhaber wissen, wovon ich spreche. Nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Bald kannst du deine eigenen Matschkuchen verkaufen. Junior?
Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn, ganz, ganz fest. Hörst du? Junior? Es ist so schön, den eigenen Lebensabend abgesichert zu wissen. Nun, dann nimm für dieses Mal einfach unser kleines, aber feines Werbegeschenk entgegen. Ein roter Faden für dich. Komm, ich bind dir den Faden an deine lustige, runde Münze. Die hier übrigens nicht als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Sehr dekorativ, danke. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dingen jeder Art. Suchst du schöne Dinge? Kleine Dinge? Runde Dinge? Tolle Dinge? Volle Dinge? Leere Dinge? Schwere Dinge? Dinge mit Zucker? Dinge mit Matsch? Ja. Quatschdinge? Okay. Suchst du Dinge? Komm zu Kirchenmaus und so. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Bald werde ich mein Geschäft meinem talentierten Sohn übergeben, damit ich mich auf der Kokospalmeninsel zur Ruhe setzen kann. Wir sammeln nur noch genug Geld für die Reise zusammen. Stimmt's, Junior? Junior? Vielen Dank. Ich werde mich sicher an euch wenden, wenn ich... Dinge brauche. Sachen haben wir auch. Gut. Dinge und Sachen. Und Zeugs. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Ich hab das Gefühl, dass irgendwas entweder mega cooles oder mega witziges mit dir hier passiert. 100 pro, wenn du so... Junior? Dann passiert noch irgendwas, 100 pro. Ich rede jetzt mal an. Hallo, ich bin Jerry. Junior? keine Antwort. Hallo! Junior! Er ist schüchtern. Kommen Sie näher, bewundern Sie mehr, aber passen Sie auf. Obwohl das auch kein Problem ist. Bei den. Ja, lass mich. Ich. Der Hoch. Du. Ein trauriges Menschengesicht hinter Efeu. Wer das wohl gemalt hat? Keine Ahnung, so. Der Marquis hat gesagt, ich soll sie verschicken. Die Einladung sieht echt alt aus. Da steht Liebe so lang. Nein, sie ist magisch. Das könnte nach hinten losgehen. Ah. War das so? Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Die Maus mit dem Rucksack hat es mir gegeben. Es ist voll mit Schrift, die ich nicht lese. Ob es wohl diesem geheimnisvollen Wald schreibt? Ich weiß jetzt auch nicht so, was ich machen soll. Also, ich, schon klar, die Mission ist klar. Ich will erst mal einen Pott Kaffee mal gucken. Vielleicht können wir da hier... Guck mal mit dem Maus. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Fellesumpf 103.5. 5. So, da ist die Aufnahme ausgegangen. Ihr werdet jetzt nichts sehen. Ich wollte jetzt irgendwas einblenden. Es ist jetzt vorbei. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Tschüss.